Wir sind im seufzenden Lagerhaus von Macmillan anwesend. Ich bin direkt im Generator. Das ist ganz, 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 ganz schlecht. Warum? Macht den gleich. Oh, es ist die Krankenschwester. Scheiße. Und sie hat mich schon gesehen. Sie hat mich schon gesehen. Ja, sie hat mich gesehen. Ruin ist drin. Scheiße. Sie hat mich gesehen, ist mir aber noch nicht hinterher. Ist ein normales Totem, aber ich glaube, sie kommt direkt auf mich zugeschossen jetzt. Ja. Fuck, ey, ich habe gerade eine Ausweichaktion gemacht, da haut sie mich. Ja, und ist voll durch mich durch teleportiert. Ach, das ist doch scheiße, ehrlich. Brauche ich mich auch gar nicht anzustrengen, weil wir sind sowieso im Arsch. Also Krankenschwester kannst du mir vergessen. Ich hänge jetzt direkt neben dem Generator. Die hat auch... Ja, die geht schnurstracks auf die beiden da hinten hin. Also ich nehme an, die hat... Also Ruin hast du schon gesagt, Barbecue wird sie drin haben, wahrscheinlich noch ein Fluch der Krankenschwester. Volles Programm wieder. Den einen verfolgt sie jetzt. Aber immerhin hat meine kleine Mac jetzt wenigstens endlich den Perk von der Claudette drin. Soll ich dich holen, oder was? Nee, die Claudette versucht mich, glaube ich, zu holen. Entweder das oder sie rennt gerade vor ihr weg, aber ich glaube, sie holt mich. Ja, sie holt mich. Dankeschön, Dankeschön. Ah, danke. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Mach, mach, mach. Wir werden eh alle sterben. Sie ist bei mir und macht den Generator und teleportiert zu euch. Scheiße. Oh, fuck. Die Claudette rennt gerade weg. Ja, die kann ja rennen. Ich muss jetzt aber mit diesem scheiß Sprintboost aufpassen. Oh, das ist eine Kacke, aber mit Ruin haben wir sowieso keine Chance. Das ist so scheiße. Also sobald du Ruin drin hast, kannst du eh sagen. Egal, ob du ein guter oder schlechter Killer bist, du hast schon gewonnen. Es sei denn, es passiert das Unmögliche und irgendeiner findet jetzt zufällig wirklich diesen Perk, weißt du? Das Totem. Nicht den, ja, meine ich ja, das Totem. Ja, aber in der Zeit kann die ihre ganzen Fallen aufbauen. Ah ne, die hat ja keine Fallen, die teleportiert sich ja nur. Ich hab hier ein Totem, aber... Ne, es ist normales. Meiner ist gleich durch. Nein, er ist durch. Was denn jetzt? Ach, ja, er ist explodiert und durch. Ah, da oben hat es einen Jay erwischt. Ich habe ein normales Totem gerade mal gemacht. Stimmt, das andere habe ich gar nicht gemacht, wo ich eben war. Der ist schon wieder frei. Hä? Okay. Hab ich? Nee, ich habe gar kein Werkzeug für Fäusche. Nee. Ach, dir doch das, dass du direkt verlierst hier. Dass du verlierst, was du hast. Scheiße. Wer war das? Ich war das. Ja, ich wollte das mal mit diesen zwischendurch immer aufhören-Trick machen. Und dann, als ich jetzt kommt der Nils rein. Dann, als ich aufgehört habe, ist das Ding natürlich explodiert, weil er gerade was haben wollte. Fand ich geil. Hier ist noch einer. Ja, der läuft noch nicht.
Sie hat mich echt gesehen, scheiße. Vollen Ausschlag, ich weiß aber nicht wo. Ach, danke, danke, da bin ich gerade. Ich liege. Pass auf, die kommt rum. Geh weg da. Nein, ja, und die, klar, die blockiert so, dass ich da nicht durchkomme. Ich habe echt gedacht, die kommt jetzt von der anderen Seite aus. Wäre natürlich intelligenter. Aber sie hat mich geholt, sie hat mich geholt. Sie holt mich. Aber man darf nie damit rechnen, dass ein Killer intelligent ist. Dann kommt er nämlich immer von der anderen Seite. Sie kommt zu so rüber zu dem Killer. Ah, ja, sie hält mich. Ja, Claudette hält mich, aber sie kommt bestimmt jetzt noch hier. Nee, ja. Nee, ich werd schon geholt. Scheiße. Habt ihr das gesehen, wo ich hin bin? Ist die jetzt noch unter der Claudette oder nicht? Du bist runter, hat sie gesagt, ne? Ich bin runter und geheilt. Ah, scheiße, die hat sie. Ich bleib an ihr dran hier. Ich weiß nicht wo, aber die geht wahrscheinlich jetzt in die Killerhütte, oder? Oder ist das nicht in der Mitte? Ne, sie geht nach außen. Ach, sie geht zum Haken, zu mir. Oh, okay. Ich hol sie, ich hol sie. Ja, ich bin auch woanders jetzt. Geh mit ihr mit. Ich guck, dass ich sie heilen kann. Ich hoffe nur, dass sie kein Barbecue drin hat, weil dann sieht sie natürlich, wenn wir zu zweit heilen. Scheiße, da hinten ist sie. Oh, oh, sie sieht uns. Ja, ich kann dich nicht heilen. Du stehst im Weg. Geh mal weg da. Ich komme hier nicht rum. Scheiße. Ich kann die ganze Zeit nicht heilen, weil ich die nicht antitschen konnte, weißt du? Okay, jetzt ist sie geheilt. Das war jetzt gerade eine Kacke. Ist aber auch blöd, weißt du? Sie stand dann so, dass ich nicht zu ihr drehen konnte. Und im Endeffekt konnte ich sie aber auch nicht heilen dadurch, dass ich nicht drehen konnte. Ach, ich finde kein einziges Totem. Noch niemals irgendeins. Das ist doch... Ja, deswegen habe ich es ja direkt mit dem Generator probiert. Totem, wie gesagt, habe ich zwei zerstört, aber oder habe ich das eine nicht zerstört, weiß ich jetzt gar nicht. Ich muss irgendwo gucken. Ich geh mal eben in die Killerhütte rein. Da hat, glaube ich, Claudette auch gerade schon geguckt. Oh, und die hat doch schon hier Dings gemacht. Scheiße, hier liegen gerade zwei. Die beiden Claudettes liegen. Ja, wer auch sonst, wenn du nicht liegst. Ja, ich sehe es. Ich versuche mal darüber zu kommen, aber ich sehe... Oh, der ist auch da. Ich bin ja im Schrank. Ich traue mich gerade nicht rauszugehen. Aber im Schrank sieht sie mich auch nicht mit Barbecue. Das ist der Vorteil. Oh, einer ist tot. Ich bin gerade raus, da hat sie die andere aufgehangen. Geil. Kommt ihr jetzt direkt zu mir. Also auf jeden Fall gerade, ich versuche den zu holen, aber ich glaube, nee, sie ist in meine Richtung. Die ist bei mir. Ich bin hinten an der Killerhütte. Ist auch kein Totem, ey.
Oh, ich sehe sie. Oh, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. Nein, geh da weg, geh da weg. Scheiße. Nein, und ich bin direkt auf die zugelaufen extra, weil sie teleportiert ist und sie ist direkt vor meiner Nase ausgekommen. Ey, das ist doch asozial. Verwendest du mal den Trick 17, funktioniert der auch nicht, aber ich habe noch nicht gehangen. Vedette ist irgendwo bei mir in der Nähe, aber ich weiß nicht, ob sie Barbecue hat. Sie kommt zu dem Humpel, ne? Ne, zu dem anderen, der sich heilt, der da hinten hockt gerade, sich heilt. Ach, du bist das, ja. Pass auf, hinter dir ist er gerade. Ist aber, glaube ich, zur Claudette irgendwo. Ich sehe sie gerade nicht. Da ist alles nur Nebel da hinten. Das ist so ein schwarzes Zeug. Wenn ich sag, geh weg, dann lass direkt von mir los und hau ab. Ich höre sie, ich höre sie. Lass, lass, lass! Fuck! Ich wollte noch einen Trick machen, Herr Scheiße. Das war's. Sag, geht's rechts oder links rum? Ich bin da, wo du... Sie geht links rum. Zu dir, glaube ich, oder? Oh, das war das Totem. Totem, yes. Aber die Ecke ist scheiße hier, die kommt hier wieder hin. Die ist schon wieder da. Warum spekuliere ich? Fuck. Nein, oh, ey, so schnell kannst du gar nicht in ihre Richtung laufen. Nils sagt doch immer, man soll dann direkt in ihre Richtung laufen. Kannst du ja, gar das nicht. Ist krass, ja. Weil in dem Moment, wo sie sich, also sie kann sich ja sonst, kann sie ja mit dem Teleportieren aufhören. Ich bin instant, ja, komm nicht, aber sie wird jetzt zu dir, denke ich mal, gehen. Ja, ich bin doch auch tot, die hat mich sofort gesehen, die blöde Kuh. Ja, dann hat sie garantiert Barbecue. Ne? Ja, aber das ist zu nah gewesen für Barbecue. Ich war, der muss mich vorher schon gesehen haben. Oder sie hat das drin, wenn sie einen aufhängt, sieht sie die Auren, das kann auch sein. Du bist gleich runter und da ist der Haken. Genau so eine Scheiße habe ich jedes Mal. Claudette, die sieht dich. Jetzt hat es geschrieben. Such die Falltür. Ich hoffe, die kriegt die Falltür. Weil die hat super mitgespielt. Die hat uns immer, also dich weiß ich nicht, aber mich hat sie immer wieder runtergeholt. Ich habe sie auch immer wieder runtergeholt. Nur du hast mich runtergeholt. Ja gut, da war sie sich gerade am Hallen in dem Moment. Doch, eine Claudette hat mich auch runtergeholt, ja. Ich wette fast, dass sie das war. Es sei denn, die andere war vielleicht näher. Aber die rennt auch außen rum. Das ist nicht gut. Wenn, dann ist die Falltür nicht außen. Na, die ist in irgendeinem... Da, ne. Hi. Hi. Wir gucken gerade, ob sie noch die Falltür kriegt. Wieder so eine scheiß Krankenschwester. Obwohl, dafür haben wir uns doch gut geschlagen, muss ich sagen. Ja, wir haben drei Generatoren nur noch. Das Problem ist, die hatte auch Ruinen auch drin, ey. Das hat uns so aufgehalten. Ist so scheiße dann halt, ne. Vor allem, wenn du es nicht findest. Wir haben es nicht gefunden. Das war ganz am Ende, hat einer dann gefunden. Ja, die Claudette war es. Der andere war nicht mehr drin. Oh, jetzt geht's direkt auf den Kopf. Was halt assi ist, wenn gleich die einen sich töten lassen, da der, das ist halt scheiße, wenn die gleich versuchen und dann beim ersten Mal gleich tot sind. Ja, das war hier die eine, die haben oder? Bock, nee. Doch. Die haben wir keinen Bock dran, ja. Ja, aber ganz ehrlich, entweder kämpfe ich wirklich mit Kampfgeist und mache das auch bis zum Ende oder ich lasse das Spiel einfach bleiben, also. Ja. Sonst brauche ich kein Teamspiel zu spielen. Dann kann ich irgend so einen Einzelspieler machen, wo ich dann keine Lust mehr habe und einfach einen PC ja, oder ich spiele Killer, Alter. Du spielst alleine halt, ne? Du spielst gegen andere dann halt, ne? Ja, aber wenn der dann rausgeht, ist auch kacke, wenn er niemanden findet. Aber die Krankenschwester, in dem Moment, wo die, wo du siehst, die teleportiert sich jetzt, renne ich auf die zu und sie ist schon direkt da. Also die war so schnell da, das ist Hammer gewesen. Ja, war schon krass, ja. Nein, da war ich eben überall. Da ist keine Falltür. Geh woanders hin. Ach, die Da ist meine Karte. Die hat meine lila Karte. Ach, ja, guck mal, was du sehen kannst. Zeigen nur, oder?
Nee. Boah. Unten im Keller oder war das die Falltür? Nee, du siehst da. So da, da, das linke. Ist das die Falltür? Das linke? Diese vier Dinger. Das sieht aus wie so ein Stühlchen, so ein Hockerchen. Ist ja, das ist die. Schatz, was hast du für eine Karte gehabt? Eine lila. Ich weiß nicht, was da noch näher dran. Ich hab's aber die ja läuft nicht dahin. Die liest die immer und dann guckt so und dann zeigt er. Ja, auch klar. Das machen die Karten. Was sollen sie sonst machen? Ich dachte, du kriegst die Karte angezeigt, aber. Nein, du hast die Karte, damit du die Generatoren und wahrscheinlich auch die Falltür sehen kannst. Kommt auch an, was für Add-ons man drauf hat. Generatoren, Falltür, Totems und so weiter. Ah, da war noch ein Totem. Mit dem Schlüssel zum Beispiel kann man einen Killer sehen, wenn man Add-on drauf hat. Hm. Geh da rein, geh da rein. Ach, die ist hier die drin. Die campt bei der Falltür bestimmt. Oh, oh, oh. Aber sie ahnt, glaube ich, wenn jetzt die Falltür wirklich hier drin ist, dass sie weiß, wo sie ist. Die muss hier doch irgendwo sein. Also aber hier wurde das hier angezeigt. Lest doch mal die Karte. Los, ich will's wissen. Lest die Karte. Tu's für uns, bitte. Du musst für uns überleben. Da hinten ist sie. Lest die Karte. Ja, die liest nicht, die geht immer nur woanders hin dann. Aber wieso liest sie da nicht zwischendurch noch? Da, ist da, da, da. Ja! Oh! Gut, ich habe nur 10.000 bekommen. Wobei das ja eigentlich schon viel ist für meine Verhältnisse. Huh! Nein, lass mich doch noch die drei Buchstaben schreiben. Nee, oh Mann, ich finde das so scheiße. Weißt du, du kannst dich noch nicht mal unterhalten, dass wir, wenn wenigstens der Chat weiterlaufen würde oder so. Weißt du, wenn die rausgehen, dann wäre es ja noch okay. Und der Chat läuft auch wie ein Killer. Ja, aber sowas ist doch doof.